Willkommen zurück bei mir auf dem YouTube-Kanal. Wir sind angelangt bei Video Nummer 3 in der weihnachtlichen Menüfolge beim Dessert. Dessert immer ganz wichtiger Gang, denn ist der Abschluss, merkt man sich auch mit am meisten. Ich finde, ich habe ein sehr schönes weihnachtliches Dessert gewählt. Und bevor ich darauf eingehe, was wir machen, habt ihr ja wahrscheinlich eh schon im Titel gelesen, möchte ich auch in diesem Video unseren Partner vorstellen. Und zwar ist das Delinat, der Bio-Weinspezialist aus der Schweiz. Wenn ihr beim Vorspeisen-Video vom Weihnachtsmenü schon reingeschaut habt, da habe ich eh ein bisschen was erzählt zu Delinat. Also schaut euch das gerne nochmal an. Und im Zuge der Kooperation mit Delinat gibt es jetzt von mir eine zusammengestellte Weinbox. Da hinten stehen die guten Stücke. Ich habe 6 Flaschen zusammen mit meinem Team verkostet. Wir haben sehr viele Weine verkostet, es waren sehr viele gute dabei und wir haben uns für diese 6 entschieden. Das sind 3 rote, die alle so ein bisschen unterschiedlich sind. Dann haben wir einen Schaumwein, also Sekt, den ich sehr gerne mag, und 2 weiße. Einen von den weißen, den Riesling, haben wir in der Vorspeise schon verwendet für die Riesling. Grüne Pfeffer Velouté, großartige Soße. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne an. Und jetzt im Dessert werden wir mit Rotwein arbeiten, und zwar mit diesem guten Tropfen hier aus dem Paket. Übrigens alle Infos, weiter auch Details zum Paket findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch den Link zum Shop. Normalerweise würde die Konstellation aus großartigen Bio-Weinen 82 Euro kosten und jetzt gibt es das Ganze für 62 Euro inklusive kostenlosen Versand. Aber wie gesagt, mehr Infos unten. Also für den habe ich mich entschieden, denn es gibt eine Rotweinbirne. Und der La Tradition, finde ich, passt sehr, sehr gut dazu. Ich lese euch mal die Degustationsnotiz vor, fand ich nämlich sehr schön, von dem Emil Hauser. Kirschrot im Bukett Waldbeeren, Weichselkirschen und Noten von Kaffee, Mokka und Waldboden. Genau, perfekt zu diesem Dessert. Es gibt nämlich eine Rotweinbirne, wie schon angekündigt. Da habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Wir setzen sie aber zusammen auch direkt nochmal an. Dann machen wir einen wunderschönen Tonka-Schaum dazu, eine Tonka-Sahne. Es gibt so eine Art Kuchenboden-Biskuit-Art, im Prinzip aus zerbröselten Biscoff-Keksen. Mega leckeres Rezept in der Basis und dann noch karamellisierte Nüsse dazu. Das Ganze schichten wir hoch, dass man dann nur mit dem Löffel reingehen muss. Sieht wunderschön aus, aber ja, seht ihr ja jetzt eh gleich. So, da hinten kocht schon ein bisschen was, das stelle ich runter. Als erstes müssen wir nämlich den Wein aufkochen. Also das hier ist der gleiche, wir haben ihn nur schon abgefüllt. Und zwar kochen wir den guten Rotwein und da mag natürlich der eine oder die andere sagen, oh mein Gott, das ist so ein guter Rotwein. Wieso verkocht man den? Ich koche grundsätzlich, wenn ich mit Wein koche, immer mit guten Sorten. Was heißt gut? Ich würde nie eine Flasche, die über 15 Euro kostet, in den Topf schütten. Also man muss es nicht übertreiben, aber trotzdem soll es einfach ein guter, kräftiger Wein sein. Denn letztendlich ist es auch ein Lebensmittel, das ich verwende. Ist aber halt meine Einstellung zu dem Thema. Dann für die Rotweinbirne brauchen wir ein paar Gewürze. Wir kochen den Wein so gut auf, ein Drittel wird auf jeden Fall verkocht, maximal die Hälfte. Eine Prise Zimt kommt mit dazu, einfach um ein bisschen diese Weihnachtlichkeit mit reinzubringen. Dann so ein halber Andisstern, 2 Nelken kommen mit rein. Ich mache ganz gerne auch immer noch, wo habe ich es, eine kleine Prise Salz, weil auch die Salzigkeit schiebt ja die Süße an. Und dann kommt Zucker mit dazu. Das ist auch ganz wichtig, damit die Birne so richtig schön süß durchzieht. Wir brauchen natürlich von diesem Wein jetzt nicht alles. Wir brauchen aber eine gewisse Menge, dass wir halt genügend Volumen haben, um die Birne dann einzukochen. Das, was überbleibt davon, bitte auf gar keinen Fall wegschütten. Das ist eine super Basis für einen schönen Glühwein. Also das einfach mit dem Glühwein mit dazu. Das wäre ja der Wahnsinn, das Ganze wegzuschütten bei dem guten Tropfen. So trinken ist ein bisschen schwierig, weil es halt sehr süß ist, aber in der Kombination als Glühwein dann ganz hervorragend. Und den Rest, der in der Flasche ist, der wird natürlich dann pur genossen. Und passt auch übrigens in der Kombination bei dem Dessert, finde ich, ganz gut. Er ist recht kräftig und herb, aber mir schmeckt die Kombination durchaus. So, genug gequatscht. Das kocht jetzt einfach mal auf bzw. ein.
Wenn ich die richtige Menge habe, kommt die Birne mit dazu und das auch schon vorbereitet, damit das Video einfach nicht so groß wird, weil es eh einige Komponenten sind. Letztendlich, ihr nehmt eine schöne Birne, das sind Williamsbirnen hier, die werden geschält, dann halbiert und dann arbeite ich gerne mit so einem Parisienne-Ausstecher, dass ihr einfach das Kerngehäuse rausnehmt. Wenn ihr sie zwischenlagern wollt, gebt sie in Wasser mit einem Schuss Zitrone, damit es nicht braun wird. Und erst, wenn wir die richtige Menge haben, also das schon runtergekocht ist, schmeißen wir die Birnen mit dazu, kochen es nochmal ein paar Minuten ein und lassen es dann aber einfach diese Birne in diesem Sud auskühlen. Und das macht ihr optimal schon 2 Tage im Voraus. Dann habt ihr auch am eigentlichen Weihnachtstag weniger Stress. Und es ist auch wichtig, weil sonst wird die Birne nicht gescheit rot. Ich kann da ein Liedchen von singen. Also es braucht einfach einige Zeit, bis es wirklich schön einwirkt. Und dann klappt das auch. Ja? Also das läuft jetzt parallel. Dann können wir schon mal starten mit der Masse für unsere Kekse. Das muss nämlich in den Kühlschrank. Ich suche mir mal eine Schüssel. Multitasking und so. Das hier sind Biscoff, heißen sie, glaube ich. Kekse, Lotus steht drauf, sind vegan, wissen viele nicht. Finde ich nämlich ein super Keks, mache ich auch sehr gerne Tiramisu damit. Also einfach als Biskuit-Ersatz. Und da dürft ihr, wenn ihr einen schlechten Tag hattet, all eure Aggression an den Keksen auslassen. Ansonsten knetet viel Liebe rein. Die schmecken so ein bisschen karamellig. Ich finde sie mega lecker und haben aber auch gleichzeitig so ein bisschen was von Spekulatius. Ist nicht ganz so stark gewürzt. So, das passt. Dann kommt hier mit dazu Joghurt. Das ist ein Sojajoghurt. Mag ich den von Sojade immer am liebsten. Dann kommt mit dazu Ahornsirup ein bisschen. Könnte man auch weglassen, weil die Kekse schon wirklich sehr süß sind, aber tut dem auch ganz gut. Und dann kommt noch Kokosfett und zwar neutrales Kokosspeisefett dazu. Wenn ihr es nicht habt, könnt ihr auch Margarine nehmen. Es soll nicht nach Kokos schmecken. Das ist einfach das Ziel. So, jetzt kocht es hier schon, riecht auch schon lecker. Ich mache gleich mal ein bisschen auf, darüber, dann sehen wir es nicht. So, und jetzt nochmal mit der Hand, gibt ein bisschen Gebatzel, aber notwendig, weil ich muss das Fett hier richtig schön einarbeiten. Letztendlich zerknete ich das Ganze zu einem schönen Teig und dann muss es aber nochmal ein bisschen durchziehen. Das heißt, dass sich die Kekse richtig schön vollsaugen, eine schöne weiche Masse entsteht. Und dann pressen wir daraus sozusagen unsere Böden. Ja, die werden dann gestempelt. Und das ist eine schöne Methode, wenn ihr keine Lust auf Backen habt. Das ist trotzdem so eine Art, ein Biskuit kann man nicht dazu sagen, Keksboden ist es halt, das Fett wird wieder fest. Der Joghurt bringt ein bisschen Saftigkeit und ein bisschen Säure mit rein. Also alles in allem einfach eine schöne Mischung. So sieht das Ganze aus. Das, was an den Händen hängt, muss man natürlich probieren. Ja, sehr lecker. Ab in den Kühlschrank. Handtuch. So, als nächstes kümmern wir uns um unsere Tonka-Bohnen-Sahne. Hier hinten habe ich schon vorhin ja schon ein bisschen aufgekocht. Hafermilch. Da kommt mit dazu ein bisschen vegane Butter, einfach um ein bisschen mehr Fett mit reinzubringen. Zucker. Rezept wie immer unten in der Videobeschreibung. Tonkabohnen. Falls ihr es nicht kennt, so sehen sie aus. Da darf man, glaube ich, auch nicht zu viel verwenden, ähnlich wie bei Muskat. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht die genaue Menge. Also für die Portionsgröße eine auf jeden Fall okay. Da ist noch nie was passiert. Also ich hatte noch keine Halluzinationen, müsste ich wirklich mal nachlesen. Aber sollte kein Thema sein. Ist von der Aromatik her ein bisschen wie eine Vanille, ich glaube sogar auch verwandt, aber doch anders. Ich kann es eigentlich
schwer beschreiben. Probiert's aus, es sind ganz viele Süßspeisen drin. Nicht so günstig, aber lohnt sich einfach. Ne? Ist ein tolles Aroma, gerade für die Weihnachtszeit. So, das sollte reichen. Ein bisschen was war noch über. Ganz toller Duft. So, hier habe ich ein bisschen Stärke, das ist normale Speisestärke und ein bisschen Sahne, vegane, aufschlagbare Sahne. Hier ist schon der Rest davon, auch aufgeschlagen schon. Wäre besser, wenn man es direkt kühl stellt, bis ich es brauche, aber ist jetzt trotzdem heraus. Und hier nehme ich einfach einen kleinen Schuss von der Sahne, kalt, mische die Stärke damit. Klassisch wie halt beim Puddingpulver auch. Es ist wichtig, dass es kalt ist, sonst funktioniert es nicht. Zieht gleich gut an. Und das Ganze kommt jetzt mit in die Milchmischung. Gut einrühren. Bindet natürlich sofort an. Ab. Und genauso sollte es sein. So, wichtig ist, dass ihr es einmal gut erhitzt, dass die Stärke auch, dass sie halt anfängt wirklich abzubinden. Das macht sie ja sofort, aber dass sie auch auskocht sozusagen. Ne? Also, dass ihr nicht das Mehl auf der Zunge habt, sondern dass es wirklich ausgekocht ist, was man hier gut sieht. Durch die Tonkabohne halt ein bisschen braun geworden, aber alles wunderbar. Und jetzt arbeite ich hier ein bisschen rote Beete-Saft mit ein. Und das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen auskühlen. So, dann haben wir da wieder Platz. Jawohl, sieht schon ganz gut aus. Hier habe ich die schon vorbereitete Birne in dem Sud, was übergeblieben ist. Seht ihr die? Wunderschön sieht es aus und natürlich vom Geschmack her ganz toll. Der Weingeschmack, richtig schön eingezogen, die Süße, die Gewürze, ganz tolles Aroma. So auch schon richtig, richtig lecker. Das koche ich jetzt einmal nochmal auf, damit es auch ein bisschen warm wird. Hier ist es jetzt eigentlich genug eingekocht. Seht ihr, ist schon gut wegreduziert. Und jetzt kommen eben die Birnen mit rein. Kann man noch einmal aufkochen und dann wird es weggestellt. Ihr könnt es auch vakuumieren, wenn ihr ein Vakuumiergerät habt. Ansonsten einfach gut zudecken, ab in den Kühlschrank und einfach 2 Tage da drin durchziehen lassen. Kochen würde ich es allerdings maximal 5 Minuten mitkochen, weil sonst wird die Birne zu weich. Ne? Das sollte auch nicht sein und die Resthitze reicht da eigentlich ganz gut aus. So, dann stellen wir mal hierher. So, eine Komponente fehlt noch. Also wir haben letztendlich dann unsere schöne Tonka-Sahne, unsere Birne, unseren Biscoff-Boden, unsere karamellisierten Pekannüsse, da kümmern wir uns gleich drum. Und wir machen noch eine kleine Birnensalze, einfach für die frische Birne. Ne? Birne ist schon das Thema, aber die Rotweinbirne hat ja einen gewissen Geschmack und ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen frische Birne mit einarbeiten. Das ist die gleiche Birne, gewaschen. Auch hier kann ich wieder so ein Parisienne-Ausstecher, also wenn ihr keinen habt, die kosten wirklich nicht viel und lohnt sich, weil man sehr gut und zielgenau damit arbeiten kann. Weil das Kerngehäuse von der Birne ist echt nicht groß. Da wird eh ganz oft auch zu viel weggeschnitten. Ja, das war es eigentlich schon. Den Rest kann man super essen.
So, bei der Birne, bei der frischen Birne schalte ich jetzt aus und das zieht jetzt einfach die nächsten 2 Tage im Kühlschrank durch. Und ihr seht, die ist jetzt noch nicht schön rot und die braucht einfach ein bisschen, bis er schön von der Farbe durchzieht. Williams Birne nehme ich ganz gerne mit Schale her. Wenn die Schale zu grob ist oder zu struppig, dann könnt ihr sie auch schälen dafür. Also für die Rotweinbirne müsst ihr sie schälen, weil sonst zieht es keine Farbe rein. Aber jetzt für die Salsa geht es super. Wenn ihr auf so Holzbrettern arbeitet, achtet darauf, dass da kein Knoblauch und Co. vorher drauf war oder sie halt richtig, richtig gut sauber gemacht worden sind. Sonst könnte das Aroma das Dessert versauen. Deswegen macht es auch immer Sinn, eigentlich von der Menüfolge her, wenn ihr jetzt alle 3 Gänge hier aus dem Weihnachtsmenü kocht oder andere Gänge zusammenstellt, dass man immer mit dem Dessert anfängt. Ne? Weil dann ist das Brett im Regelfall wirklich noch sauber. Und dann kann da auch nichts passieren. Oder ihr habt halt einfach ein spezielles Dessertbrett oder dreht es um oder. Gibt 100 Möglichkeiten. So, von der Menge her reicht mir das jetzt eh für die Portion, die ich anrichte, sonst würde ich jetzt alles machen. Einfach Birne in ein Schälchen. Dann ein bisschen Zitronenabrieb drauf. Dann Zitronensaft. Dass da mehr Säure und Frische noch reinkommt. Und dann habe ich hier noch Basilikum. Finde ich, ist eine sehr schöne Kombination. Denkt man zuerst so, Dessert, Basilikum, aber funktioniert wirklich sehr gut. Wenn ihr sagt, ist mir zu experimentell, was es wirklich nicht ist, dann lasst es weg. Ja, schmeckt auch ohne, aber ich mag den Twist vom Geschmack her sehr gerne. Oder nehme ein bisschen weniger. Geht auch. So, da hinten können wir ausschalten. Das einmal durchmischen. Von der Vorbereitung, die Sahne kann man sehr gut vorbereiten. Die Rotweinbirne muss ja sowieso vorbereitet werden. Den Biscoffboden, der also könnt ihr auch gerne schon 2 Tage im Vorfeld machen. Also ist auch ein super Dessert, wo ihr wirklich sehr schön vorarbeiten könnt. So, hier kann noch. Noch ein Schuss Sahne für mich da. Ist mir ein bisschen zu wenig gewesen. So 100 Milliliter. Passe ich für euch an im Rezept. Beim Karamellisieren rückwärts mit Ahornsirup habt ihr vielleicht bei mir schon mal gesehen. Einfach Nüsse in die Pfanne heiß werden lassen. Ahornsirup, guten Schuss mit drauf. Einkochen und wenn es trocken ist, Dankeschön, dann einfach aus der Pfanne, am besten auf eine Backmatte, lasst es austrocknen und dann kann man es klein schneiden, klein häckseln, pulverisieren, geht alles ohne Probleme. So. So, das dauert jetzt hier noch circa 2 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter, wenn wir hier soweit sind. Und dann zeige ich euch, wie es da weitergeht. Bis gleich. So, das Ganze ein bisschen hat sofort angezogen. Knapp 2 Minuten, ihr seht. Und ihr rührt es einfach so lange weiter, bis es einigermaßen gut zusammenhält.
Und wichtig für den Geschmack, ich stehe ja total auf Salzkaramell, da einfach noch eine gute Prise Salz mit dazu, das verträgt es schon. Und dann ab auf die Backmatte, bisschen verteilen. Achtung, extremst gemeingefährlich das Zeug. Hier machen wir aus. So, hier habe ich den Rest von der Sahne jetzt noch mit eingerührt. Ihr seht, jetzt haben wir es schön glatt. Das stelle ich jetzt nochmal auf die Seite. Und dann würde ich sagen, anders überlege ich es mir. Ich ziehe es direkt runter und dann holen wir unseren Teig aus dem Kühlschrank und können eigentlich sofort schon anrichten. Also eine sehr überschaubare, schnelle Geschichte. In dem Fall gieße ich jetzt die Masse peu à peu hier mit zur Sahne mit dazu. Es fällt jetzt natürlich ein bisschen zusammen, ist auch völlig in Ordnung. Könntet ihr auch wieder, wenn ihr einen Siphon habt, einen Sahnesiphon, beides zusammen aufkochen und dann in den Sahnesiphon füllen und von dort aus dann direkt aufs Gericht sprühen. Hat aber fast niemand zu Hause, deswegen auch diese Variation für euch, damit es auf jeden Fall zu Hause funktioniert. Und genauso soll die Konsistenz sein. Wir haben eine leichte, schöne rosa Farbe, ein bisschen von unten das Schwere nach oben ziehen. Und es soll eher fließen, denn ich möchte es auch über das Ganze drüber gießen und dann kommt erst die Birne am Schluss drauf. Aber das seht ihr ja dann selber gleich. Probiere ich auch direkt nochmal. Diese ganz leichte Tonka-Note. Bisschen was könnte man sogar noch mit reinmachen. Mache ich aber nachher oben drauf einfach on top. Mega. So, ich hole den Kuchenteig. So nenne ich ihn einfach mal. Perfekt, hat auch schon ein bisschen angezogen. Dann richten wir an, oder? Seid ihr bereit? Tiefer Teller. Vielleicht mache ich nochmal ein bisschen sauber hier. Da habe ich schon wieder einen Verhau. Kannst du da so rein? Siehst du das? Sonst mache ich es vorne. So, Speisering nach Möglichkeit. Sonst geht es auch ohne. Ihr seht, es hat jetzt schon ein bisschen angezogen. Ist fest geworden, weil das Kokosfett, das natürlich flüssig hier durch meine Handwärme reingeknetet wurde, jetzt ein bisschen fester geworden ist. Wenn ihr das jetzt über Nacht im Kühlschrank lässt, ist es komplett fest. Das ist auch kein Problem, es wird wieder weich mit ein bisschen Temperatur. Ne? Aber ich finde diese leichte Kühle und Teigigkeit ist genau perfekt dafür. Das kommt jetzt auf den Boden. Könnte man auch mit dem Stempel noch stempeln, aber mit dem Löffel geht es genauso. Sind auch so ein paar Stückchen noch knusprig, also eine ganz schöne Mischung. Zack. Dann kommt als nächstes ein guter Löffel von der Salsa. Wie gesagt, Basilikum könnt ihr, müsst ihr aber nicht. Und das ist so ein bisschen der Boden, wo unsere Sahne zuerst drauf kommt, aber dann auch die Birne letztendlich draufgelegt wird. Den Rest von dem unten sieht man eigentlich gar nicht mehr. Die könntet ihr jetzt auch nochmal kühl stellen, dann wird sie nochmal ein bisschen fester anziehen. Das wäre nicht schlecht, aber wir skippen jetzt. Vorhin habe ich gesagt, so soll sie sein. Sie ist ein bisschen flüssig, also ein bisschen in den Kühlschrank wäre nicht schlecht. So, Achtung, Achtung. Ich mag diese Desserts eben, die so ein bisschen von so einem Schaum oder so einer Sahnesoße zugedeckt werden und man auch nicht genau weiß, was einen erwartet und erst beim Reinlöffeln man feststellt, oha, da gibt es noch ein paar Schichten.
So, schön oben drauf. Sind wir noch ein bisschen zu groß. Dann noch diese crunchy Nüsse einfach ein bisschen wild drauf verteilen. Leicht salzig, schön süß, karamellig. Et voilà. Das weihnachtliche Wunderdessert. Wunderschöne Rotweinbirne mit dem tollen Schaum. Ich kann es gar nicht erwarten, da jetzt reinzulöffeln. Seid ihr bereit? Es gibt natürlich, das ist der Nachteil bei solchen Desserts, immer eine große Sauerei. Aber gehört dazu. Ready? Die Rotweinbirne, der Crunch unten in dem Teig, die frische Birne, die Nüsse. Ganz perfekte Harmonie, wie ich finde. Wenn man es eine Spitze weiter treiben möchte, könnte man sogar noch eine Kugel Eis mit drauf machen. Wenn ihr sagt, dieses Geschichte mag ich nicht, weil es ein Durcheinander gibt, könnte man es auch getrennt voneinander servieren. Muss man natürlich ein bisschen sich überlegen noch, wie man es anrichtet. Ich finde es so ganz perfekt. Ein wirklich schönes, gemütliches Wohlfühldessert als schöner Abschluss. Gläschen Wein dazu, alles ganz perfekt. Rezept steht unten in der Beschreibung, die Verlinkung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten mit rein. Ich hoffe, mein diesjähriges Menü gefällt euch. Mit Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise haben wir jetzt alles durch. Das heißt, jetzt seid ihr bereit für das perfekte Weihnachtsmenü. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, meldet euch unten. Wenn ihr Lust habt auf leckere Weine, schaut euch meine Weinbox an. Bei Delinat haben wir auch die Verlinkung unten. Gibt es jetzt eben zur Weihnachtszeit auch als Special mit einem ordentlichen Rabatt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Euch eine ganz wundervolle, wunderschöne Weihnachtszeit. Bis bald. Tschüss.